Herzliches Grüß Gott zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Ich darf die beiden Trainer begrüßen, Konrad Fünfstück und Stefan Rutenbeck. Und wie üblich gebührt dem Gast das erste Wort. Herr Fünfstück, Ihr Fazit bitte. Ja, es war ein absolut bewegendes Spiel für uns heute. Keine Frage, es gibt viele Spiele im Laufe einer Saison, die in Erinnerung bleiben. Das heutige definitiv. Ich denke, nach der ersten Halbzeit, als der Stadionsprecher die Jungs dann auch nochmal gepusht hat mit 68% Ballbesitz, sind wir reingelaufen in die Kabinen, haben gedacht, okay, schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden. Ich glaube, über die erste Halbzeit brauchen wir auch gar nicht reden, die war einfach schlecht und nochmal schlecht. Und da kann ich mich einfach nur bei den Fans zu Hause in der Pfalz und auch bei den mitgereisten Fans dafür entschuldigen. Das war alles andere wie das, was man eigentlich während der Woche trainiert und sich auch vornimmt. Ja, zweite Halbzeit gab es zwei Möglichkeiten, Koffer packen und in den Bus steigen oder einfach mal anfangen, hier sich zu wehren. Das haben wir der Mannschaft auch mitgeteilt und in der zweiten Halbzeit möchte ich wirklich der Mannschaft ein Riesenkompliment zollen. Mentalität, absolute Leidenschaft und alles so umgesetzt, wie wir uns das vorgenommen haben für die Halbzeit. Und dann drehst du so ein Spiel, machst deine Torchancen heute und sitzt danach dann natürlich hier in der Kabine und freust dich. Unterm Strich, es waren für uns ganz, ganz wichtige Punkte, 3 Punkte, um einfach den Anschluss hier am Mittelfeld richtig zu haben. Und deswegen möchten wir uns einfach bei den Fans nochmal für die tolle Unterstützung heute bedanken hier auswärts und wünsche auch der Spielvereinigung alles Gute und dass die auch ihren Weg hier weitergeht. Und dann bis demnächst. Vielen Dank. Dankeschön. Stefan, kommen wir gleich zu dir und deinem Fazit. Ja, das, was wir heute erlebt haben, das ist schon sehr, sehr bitter. Also das ist, tut weh. Die Mannschaft hat 67 Minuten lang vielleicht mit die beste Saisonleistung abgerufen, hat sich in den Rausch gespielt, musste eigentlich bis zum 2-1, hat mit Jürgen Jasula noch eine Riesenchance zum 3-0, mit Berisha, wo wir immer wieder auf die Grundlinie gekommen sind, wo einfach nur noch ein Zentimeter gefehlt hat, der Rückpass kommt nicht an und ja, dann mit der ersten guten Möglichkeit dann, wo wir dann auch zu gierig verteidigt haben auf der rechten Seite, dann kippt dann so ein Spiel. Und da muss man sagen, wenn man dann in 23 Minuten 4 Gegentore bekommt, habe ich letztes Mal das erlebt, weiß nicht, in der U17 vom 1. FC Quadrat-Ichendorf, keine Ahnung, aber das hat im Profifußball nichts verloren, das ist schlecht, weil wir die Fans mitgenommen hatten. Es war hier riesige Begeisterung und aufgrund von diesen 20 Minuten haben wir einiges kaputt gemacht. Wir waren Dritter gewesen zu dem Zeitpunkt und wie man dann das so einfach aus der Hand gibt, das tut weh. Die Gründe dafür, ja, ich glaube einfach, dass wir da den einen oder anderen Spieler auch haben, der so ein bisschen den Hang hat dann auch, wenn er dann so geflasht ist, zu überheblich zu sein, den Ball zu sehr im Mittelpunkt zu haben und vergisst dann gegen den Ball zu arbeiten, Zweikämpfe anzunehmen, was ja die Basis im Fußballspiel ist und da sind wir nicht gut und das ist hier ein roter Faden in der kompletten Saison bis jetzt und wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dann kann es nochmal eine schwere Saison werden, also wenn wir dann solche Spiele aus der Hand geben, also dann bin ich mal gespannt, wie wir dann noch Spiele gewinnen wollen. Also das ist ja, ist jetzt, das ist Wahnsinn. Also das ist sehr, sehr bitter. Vielen Dank. Die Frage in die Runde. Gibt es Fragen an einen der beiden Trainer? Ja. Eine Frage an Konrad Fünfstück. Was hat dich bewogen, nach der ersten Halbzeit trotz monatelanger Ladehemmung an Kasper Schülko festzuhalten und fühlst du dich als Trainer jetzt auch bestätigt, belohnt? Nein, es geht nicht um mich. Also das muss ich auch mal sagen. Ich glaube, ich bin derjenige, der jeden Tag am Trainingsplatz steht mit den Spielern, mit Pritsche 7 Tage die Woche Kontakt hat und man sieht irgendwo in den Augen und man sieht irgendwo auch in der Begeisterung, dass der Junge unbedingt ja, diese Ladehemmung auch hinter sich lassen wollte und dass es natürlich dann ausgerechnet heute hier passiert, ist auch wieder eine eigene Geschichte vom Fußball. Die letzten Wochen hat er immer gearbeitet,
für die Mannschaft. Und heute hat er nicht nur für die Mannschaft gearbeitet, sondern auch für sich. Ich sage aber auch, Antonio Colak hätte es heute auch verdient gehabt, der auch hier aus der Region kommt. Und alle, die heute hier dabei waren, hatten einen Antrag oder einen Anteil an dem Erfolg. Gut, dann sagen wir Ihnen herzlichen Dank fürs Kommen, wünschen unseren Gästen einen guten Nachhauseweg, Ihnen ein schönes erstes Adventswochenende. Wiederschauen.